Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2. Wir sind noch mitten im Krieg mit Kymania, ist das nicht sehr spektakulär, leider? Okay. Oh. Mein Vasall. Hä? Aber du bist doch gar nicht mehr bei ihm. Ich hab dir eben eine andere Aufgabe zugewiesen. Aber es ist schön, dass du das gemacht hast, danke. Er hat jetzt den, der uns sowieso schon liebt. Nochmal weiter. Peace be with you, we surrender these terms. Khan part of Volga Bulgaria, gain 100 piety, dankeschön. Und nochmal Prestige. Wir kriegen... Oh, wir verlieren Dekadenz, yes. Und wir kriegen Moral Authority. Und er verliert den ganzen Kram. Und wir was... Vassalizes, wirklich. Lords of his religion, okay. And takes all other titles in the Duchy of Sibir. Danke. Meins. Hihi, meins. So, your chancellor, Prince Krum, has offered to go through your newly acquired domain titles and distribute them to existing or new vassals in order to ease your burden of government. Nein. No thanks, I'm fine. Stop bothering me about this nonsense. None of your council members will bother you about this matter in the near future. Existing or new vassals in order to ease the burden. No thanks, I'm fine. Warum auch immer das jetzt war, am Ende hat er sich selber noch Land gegeben. Nein, nein, nein. Never, my friend, never. So, nämlich ganz einfach. Eigentlich könnte ich jetzt machen hier VV und dann ne, an Random Vessels vergeben und dann müsste ich einen suchen. Über Find Characters. Men who are not in prison, who are any marriage, who are not rulers. My religion, nein, my religion und my culture. Yes, adults and no great houses. So. Und dann könnte ich hier suchen nach Stewardship. Und würde... Der ist kein Heir to irgendwas. Also würde ich sagen, Grant Letter Title. Zum Beispiel das hier. Oder wo ist das, was ich eben hatte? Sibir. Sibir. Und... Ja. Klicke ich nur mal. Es macht keinen Unterschied, weil ich habe die schon vergeben. Aber so würde er die zur Not erhalten. Und wäre nicht sauer mit mir. Und bam. Zack. Und schon haben wir einen vergeben. So macht man das normalerweise. Ich habe dafür die Mod mir geholt. Und wir machen auf jeden Fall jetzt Ramadan, Mensch. Und wie? Werden so Ramadan, ey. Hammerhart. So, distribute. Goodbye. Danke. Ja, let the feast commence. Ramadan. Juhu. Uiuiui. Hoffentlich ganz viel Dekadenzverlust. Oh Gott. Die 10 Dekadenzverlust, 10% waren schon echt gut gerade. Auch wir, allein, dass wir Ramadan abhalten, lässt uns schon 3 verlieren. Das ist gut. Denn unser Einkommen schwindet dadurch auch. The Prophet may Allah honor him. Oh Gott, ja, distribute, komm. Ist ja nicht so, hätten wir kein Geld oder so. Warte mal, wir haben doch sicher Gefangene, die wir wieder raushauen können. Ja, send out the invitations. Great. Ja, war super. Toll. Kaum Dekadenzverlust. Awesome. Ist genau, was ich brauche. Hier ist jemand mit Geld. Gib mir Geld. Und ich könnte ich banishen und dann kriege ich auch Geld. Das Dumme ist, die haben Claims auf das Königreich, aber ist mir egal. Raus. Raus, raus, raus. Und du hast kein Geld. Ja, dann tschüss, 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 tschüss. Wir machen hier mal ein bisschen Clean-up. So. Wer kein Geld hat, der kann gehen. Ganz einfach. Und wer Geld hat, der muss noch mehr zahlen. Hast du Geld? Du hast kein Geld. Aber, das ist egal. Die haben wir trotzdem gefangen. Zup. Warum sage ich euch gleich? Und du, du hast Geld. Count of Jeremisa, ja, natürlich hast du Geld. Und du bist aber direkt unter mir. Das heißt, du könntest... Nee, Duke Kotang, okay. Bist du nicht. Dann... In Prison. Zup. Warum ich nur die einsperre? Weil... also nur Leute, die nicht unter mir direkt sind, weil die nicht gegen mich rebellieren können. Das ist völlig unmöglich für die. Danke für dein Geld. Und du, dich lass mal frei. Und jetzt sollte es doch endlich mal passieren. Impressed. Long Rain. Bla 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 bla. Kein Release Prisoner Bonus. Eigentlich sollte jetzt ein Release Prisoner Bonus da sein. Oh, ich bin Known Murderer. Ups. Huch. Kein Release-Prisoner-Bonus. Warum? Hm.
verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Okay. Eigentlich hätte es passieren müssen. To celebrate Eid ul-Fitr, perhaps you should present a gift to your beloved wife. Wife. Ich habe nur noch eine. Vielleicht will sie auch noch einen Sohn töten, dann kann ich sie auch loswerden. Viel zu viele Kinder, die mir alle Dekadenz bringen. Hier, er ist schon wieder da. Jetzt sag gefälligst nein. Ich kann meine gute Piety nicht gar nicht verschwenden. The pleasures of life or the pleasures of the afterlife. Everything one longs for in this world will be there in the garden, Jannah. But life shouldn't be dull with flavor or pleasures. This is a true dilemma. I live in the moment. Dann kriegen wir entweder Tasting the Forbidden Wine of Hedonism, Monthly Prestige hoch und Fertilität hoch oder Diplomatie. Diplomatie. Dankeschön, wir haben genug Kinder. Tschüss. My decadent son, I kill him. Ja, Ramadan hat geendet. Dankeschön. Tschüss, Pat. Ab in Knast. So, ist mir egal. Wir haben sie ja besseres Beimesser. Nein, nicht wirklich, aber das macht gar nichts. Doch. Meine Mutter. Mutti ist wieder da. Hey, Mutti. Hey, Mutti. Wie wär's, wenn du mal ein paar Plots aufdeckst? Wäre cool. So. Pat ist im Knast. Tut mir leid, Pat. Aber du wolltest es so. Und du hast verdammt viel Gold, deswegen würde ich dich am liebsten rausschmeißen. Und dein Gold nehmen. Ist schon genug von mir bezahlt worden. Gut, da sind wir so noch losgeworden. Oh, dreckig. Warum sind die zurück? Painter und Krug... Ja gut, Paint ist klar, aber... Warum Krumm? Warte mal. Has become decadent, bringing shame. Ich hab dich rausgeschmissen, du... Boah, ey, I'm gonna kill them all. Das ist so gemein. Ja, Paint ist... Ach so, hä? Warte mal. Das bist doch du. Ja, er wird wieder dekadent. Ich glaube, Tag. Paint, hör auf mit Dekadenz. Das bringt nichts. Aber gut, deshalb kann ich ihn eh austauschen, weil wenn der eh Dekadenz bringt... Oh mein Gott, guck mal, wie viel Dekadenz der bringt. Das ist so schlimm. Please to report that your earned subject converts Sunni faith. Ja, okay, ist schön. Ach so, das sind übrigens die, wie heißt's? Die Culture, die Kulturen. Genau, wir haben Kuman, Bolgar, wir sind Bolgar nebenbei, Nordwin, Komi, Kanti, Russian und sowas. Und ja, wie ihr seht, es wird hier alles ein bisschen converted hier an der Stelle, wo wir gerade sind. Ist klar, weil wir es ja sind. So, und Sunni, ja, hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, der hat immer noch nicht geschafft. Hier ist auch Sunni, das ist interessant. Okay. Cool. Ja, denn, können wir dir... mal entlassen. So, unser Retinue ist übrig. Wunderbar. Würde ich sagen. Wunderbar. Das ist natürlich wieder extrem ärgerlich. Ist mal ein losgeworden, kommt zwei neue nach. Ne? Das ist so typisch. Hier verlieren wir Dekadenz. Vielleicht sollte ich das wirklich mal in Erwägung ziehen. Aber weißt du was? Pat finanziert mir das. Goodbye, my friend. So. Turnier. Riders have been sent to all the corners of the land, spreading word that the great martial competition of Furusiya will soon be held. Levy's race too long. Wo denn? Ich hab doch keine mehr. Alle weg. Oh, wir können hier noch 2000 mehr bekommen. Das ist cool. Wir sollten vielleicht auch mal nachgucken, wie das mit den Laws ist bei uns. It is as if I see Asli for the first time. Her good-natured spirit... Yeah, because I killed the other one. The interesting and funny quirks she has and how lovely she really is. Could it be that love? I love my Asli? Das Problem ist nur, ich habe mich gerade dafür entschieden, keinen Sex mehr zu haben. Ja gut, so ganz noch nicht. Ist noch nicht zu libertär, ne? Known murderer. Oh. Puh, du. Making the world more poetic. Achso, ich hab Poesie angefangen. Schön. Ja. Lasst sie uns lieben, die Olle. Yes! Yes! Yes, tötet ihn!
Tötet ihn endlich, verdammt nochmal. Mach den kleinen Penner fertig. Ich will dieses Königreich haben. Yay, er ist tot. Und goodbye, my friend. Und jetzt ist Moody auf dem Thron. Ich hoffe mal, Moody hält nichts aus. Wer bist du? Die Prinzessin. Oh. Moody hat auch immer neue, ne? Das ist aber eine andere. Aha, die Schwester von ihr. Ja, wir morden uns durch die alle. Ist mir egal. Wie viel hast du noch? Keinen großen Baum mehr, oder? Headcount? Oh, fuck. Nur 105. Egal, kriegen wir irgendwie schon gebacken. Machen wir. So, hier. Killt die Alte. Haut sie weg. Yay, das Turnier beginnt. A time for heroic deeds. Also, auf alle Fälle haben wir Dekadenz verloren, das ist schon mal gut. Ich will die beiden loswerden, ey. Das ist mein Erbe, verdammt. Wie soll ich die denn loswerden? Ich dachte eigentlich, wenn man sie einsetzt hier, dann ist das kein Problem mehr. Dann wird keine Dekadenz generiert, aber so. Können wir irgendwo noch mehr Levy rauspressen, indem wir sie ein bisschen fröhlicher stimmen? Bei ihm hier könnten wir das sogar sehr gut. Der sitzt hier, okay. Dann bitte Paint. Tu mal was Ordentliches. Ja, tötet sie. Tötet die Olle. Macht sie fertig. Oh, schon wieder mehr Dekadenz. Das ist so unglaublich, ne? Jeden Monat gibt's jetzt was. Yep. Goodbye, Queen. Now you are Queen. Yay! Let's kill her too. Goodbye. Der Level ist immer schwieriger, ne? Von jeder zu jeder. Has been named first champion. Juhu, du bist so toll. Und der mag mich deswegen. Nee, ich mag ihn. Toll. Is impulsive and seems... Also Gonzo is impulsive and seems unable to tell right from wrong. What should I do with my wayward son? Strap him. Oh, du bist arbitrary. Wie bist das denn geworden, Jung? Strap him. Just punch it out of him. Punch him. Punch him until he stops being arbitrary. Sohnen Aspik? Wo kommst du denn her? Wer bist du eigentlich? Educate Child, kann ich das machen? Vielleicht verliert er dann. Dann bitteschön, Pain. Vielleicht verlierst du dann ein bisschen Dekadenz. Ja, ihn kann ich nicht einsperren, er ist mein Erbe. Aber ihn kann ich einsperren. Ja, ist zum Ende gekommen und ich habe ganz viel gewonnen. Natürlich untersteht er das dauernd. Blöd, Mann. Ich hau meine ganze Frommheit drauf. Meine ganze. Ich könnte so viel mehr damit anfangen. Zum Beispiel Invasionen starten, wenn ich den nicht dauernd machen müsste. Ne? Das ist so schlimm. Okay, er ist wohl irgendwie gestorben. Oh, Period of Illness. Ist okay. Neuer Steward. Du bist der Beste. Dann, und du willst Steward werden. Das macht es sogar noch besser. Ah. Duke of Turkestan. Warum hat er Claims to these titles? Ach so. Den können wir halt auch nehmen, aber der ist nicht so gut. Und der will das auch nicht werden. Mit den Werten wirst du aber auch kein Chancellor, mein Freund. Machen wir was Anständiges. Okay. Chi braucht einen neuen. Jemand neuen, der sie unterrichtet. Irgendjemand, der uns dadurch noch ein bisschen Opinion geben kann. Ein Baron. Ja, das ist nicht so wichtig. Was soll sie denn werden? Wie wär's, wenn wir sie zur Kriegerin machen? Chi die Kriegerin. Ich finde, das passt. Ich finde, das passt. Und guck mal, der passt auch super. Der ist ein bisschen craven, aber sonst ist er top. Top, top, top. Topf die Wette quillt. Die Watte quillt. Was? Das riecht für ein Schwachsinn. Petrov can marry. Mhm. Paint kann sie heiraten und dadurch kriegen wir eine neue Allianz. Super. Super schön. Prince Gary is impulsive and seems unable to tell right from wrong. Strap him. Strap the bastard. Oh my god. Der hat mich greedy und wroth gemacht. Aber gregarious, naja. Und arbitrary. Oh mein Gott, strap the bastard.
Strap him. Oh mein Gott. Wir haben schon wieder 12 Dekadenz. Langsam wird es echt unkontrollierbar. Und wir haben nur einen momentan, der Dekadenz produziert. Das ist so schlimm. Denn wenn das 100% erreicht, wird das gesamte Reich implodieren. Und dann ist vorbei, Leute. Ab dem Moment würde ich auch sofort aufhören, glaube ich. Habe ich keinen Bock mehr. Hätten wir eh keine Chance mehr. Würden wir überrannt von Ruthenia. Mindestens. Wahrscheinlich eher von Basilius. Ich meine, die haben viel mehr Truppen als wir. Wir töten die gesamte Bagage. Die gesamte. Und trotzdem haben die sicher mehr Truppen als wir. Die haben 6000 Mann. Ja, aber nur, weil sie momentan nicht so sehr gemocht ist. Und das ist das Einzige, wie ich sie über den Jordan schicken kann. Und wer bist du? Azoth. Ach, hier! Ach so, dann werden die zusammengelegt, oder was? Dann mache ich sie im Grunde noch stärker. Na, supergeil. Na, supergeil, ey. Supergeil. Leela, auch wie süß. Ja, stimmt, die sind eine Dynastie, ne? Die vielleicht versuchen sollen, die Azoths auszurotten. Damit das nicht mehr vorkommt hier. Oh, dammit. Ja, aber jetzt rotten wir ihn trotzdem aus. Ich meine, was soll's. Es könnte nur sein, dass er dadurch das beides bekommt. Aber naja, oh, guck mal. Was ist denn da passiert? Rebelliert da etwa jemand? Oder ist auf einmal jemand nicht mehr... Ach, sie ist die Königin! Ach so! Aha, die haben sich gerade aufgespalten. Komisch. Das heißt aber, Ruthenia ist mit drin. Ja, Ryazan ist dabei. Ja, die sind alle mit dabei. Oh mein Gott, die sind eine Familie, ey. Ja, sie ist mit dabei. Dreckig! Ich weiß nicht, was ich gegen die machen soll. Und ich muss mal wieder in den Krieg ziehen. Ist schon wieder einer gestorben. Mein Marshall, na toll. Und das war der einzig Gute, den ich hatte. Na gut, dann wird er mich wenigstens ein bisschen mehr mögen. Ja, trainier mal ein bisschen. Ja, Leute, ich würde gerne noch jemanden angreifen, aber ich wüsste nicht wen. Denn Türkistan hat er mir abgeknüpft, der Kiver-Freund. Könnte ich ihn denn angreifen? Wie viele Truppen hast du? 12.000, das kriege ich nicht. Kriege ich nicht gebacken, vor allem, weil er noch ein paar haben wird dann. Und Bey Bey Khan, das bin ich. Wir sind immer noch verbündet. Aber sonst hat er keine Verbündeten. Das heißt, wenn das, ne, wenn wir genug Truppen hätten. Aber ich meine, ich habe gerade mal 10.000 Mann. Toll. 2.000 Schei. Und ich habe nicht genug War Chest für ordentliche Mercenaries. Vor allem, da die bei uns so verdammt teuer sind. Wer bist du? Hast du Geld? Der hat Geld. Und du? Du hast kein Geld. Hm. Dann können wir dich schon mal mitnehmen. Was? Wieso kann ich sie nicht einknasten? Komisch, sie ist nicht an meinem Hofe. Strange. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wen können wir noch angreifen, Leute. Im nächsten Part. Denn der Part ist leider auch schon wieder rum. Ich weiß, ich habe nur Vassal-Management und so einen Scheiß betrieben. Also hier Vasallen versorgt und so Kram. Kann ich hier eigentlich die Dings machen? Die Duchy of Sibir? Könnte ich sogar. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber die könnte ich mir aufheben für meinen Sohn. Denn ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Ich bin 42. Und momentan habe ich mit den Vessel Limits ganz gutes Spiel. Was war das nochmal? Ram Size? Achso. 108 Holdings haben wir nur. Ja, ich glaube, das hebe ich auf. Mein Sohn wird ja mein Geld eh erben. Insofern kann ich die dann direkt kreieren und habe schon mal 200 Prestige mehr. So, Peschenks können wir nicht. Warte mal, wen können wir überhaupt angreifen? Das wäre jetzt mal eine gute Sache zu wissen. Wir könnten hier unten angreifen, das bringt uns leider auch nichts. Supergeil. Wir können die Seljuken angreifen, Selbstmord hoch 5. Die angreifen, Selbstmord. Die könnten wir sogar plätten, aber da dürfen wir nicht mehr angreifen für eine Weile. Wie lang eigentlich? Einzige, mit dem wir gerade eine Waffenstillstand haben. 21 und wir haben jetzt, oh Gott, 9 Jahre. Wir können Perm plätten, aber das Problem ist halt, dass wir nichts gegen die ausrichten können. Die haben keine Truppen, wir können aber nicht siegen. Und damit könnten wir nie unser Wargoal kriegen. Ja, Hostile Holdings, keine Chance.
Trotz Neighbor Controlled, Controlled Neighbor Holding. Keine Chance. Wir kriegen nicht mal dieses. Nicht mal dieses eine einzige Ding. Weil es Pagans sind. Weil es Pagan Homelands sind. Das ist so dreckig einfach. Ich habe echt keine Ahnung, was ich gegen die tun soll, Leute. Weil, ich könnte Verbündete rufen und die ihre Truppen da aufreiben lassen. Jo, das wäre cool. Vielleicht sollte ich das sogar machen. Invasion kann ich eh nicht machen. Gibt's hier vielleicht Ländereien, die ein bisschen besser dabei sind? Das ist einfach nicht wahr. Guck doch mal, 1300. Die haben eine... Guck mal, die Garnison ist 1800 groß. Das ist unmöglich, dass ich das einnehmen kann. Hier ginge es. Da ginge es. Da sind es nämlich genau... Ja, da bin ich genau am Limit. 2000 Garnison! Ich glaube, ihr habt sie nicht alle. Das ist so unfair. Ich find's echt unfair. Und ja, ich rede in letzter Zeit wieder viel unfair. Ich weiß, ich weiß. Alles gut. Alles gut. Kann die Alte überhaupt mal sterben? Das wäre echt nett von euch. Ich habe schon so viel Geld in euch reingepumpt. Wie wäre es, wenn ihr mal ein bisschen was tut? Da, 104%, Mensch. Guck mal, wir 44. Nehmen wir. Und ich hätte auch gleichzeitig gerne mal wieder 6, 7 Ramadan. Damn it. Weil, oh, Leute, einer reicht schon. Paint, ne, du netter Kerl. Ich habe schon meinen anderen Sohn verbannt. Du bist der Nächste. Obwohl du mein Erbe bist, mir egal. Ja, Leute, aber ich mache jetzt mal Schluss mit dem, dass Chi eine brillante Strategin geworden ist. Das ist sehr schön für dich, Chi. Dafür wirst du auch extra gut verkauft, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, an wen. Bei wem können wir denn noch einheiraten, ist die Frage. Wer ist wer ist Suni? Shia. Oh, wir haben den Shia schon eingeheiratet, das ist nicht so gut. Ja, nichts, was uns helfen könnte hier, ne? Auf der ganzen Karte. Das ist alles nur Schwachsinn. Alles nur Bullshitty. Wir können Kiva nochmal stärken, aber das brauchen wir nicht. Wir sollten Kiva eher angreifen. Und da wir die Seljuken auf unserer Seite noch haben, wäre das vielleicht sogar ganz gut. Könnte ich bei dir noch einen Kerl abgreifen? Weil die sind alle tot. Ach so. Das ist schlecht für dich, mein Freund. Das könnte dein Ende bedeuten. Die sind auch alle tot. Oh mein Gott, wie hast du die denn alle geschnetzelt, Mensch? Das ist ein großes Problem. Der Prinz von Persien. 56, ein bisschen alt, ne? Ein bisschen. Na gut, schauen wir uns beim nächsten Mal an, Leute. Ich würde sagen, bis dann. Und lasst noch Kommentare und Bewertungen da. Tschüss.